Oh. Wie kommt denn Dembele zu so einem Kopfball, ey? Das ist natürlich auch ein brutaler Ball, ne? Der hat natürlich Selbstvertrauen. Herzlich willkommen zurück zur Kickbox. Till hat sich qualifiziert, hat eben an der Kickbox gewonnen und darf deshalb gegen mich antreten. Und ich bin mal gespannt, was das Spielchen so gibt. Wir drehen das Spiel mal um. Till spielt mit dem 1. FC Köln. Und weil ich gerade Marco Reus hier auf dem Bildschirm gesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich mal mit Dortmund. In der Saison waren es zwei ausgeglichene Spiele und ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt heute auf der PlayStation funktioniert. Los geht's. So, Fabi, was ist dein Tipp? Wie Thomas schon gesagt hat, wird, glaube ich, ein enges Spiel. Ich tippe auf 2-1 für Herrn Kessler. 2-1? Der Druck wird immer größer. Ja, also ich muss sagen, der Druck ist bei Tilly immer da. Ja, als FIFA Gaming, also im Namen. Na dann. Los geht's, gutes Spiel. Was, ja. Verletz dich nicht. Ja, du dich auch nicht. Bleib gesund. Schauen wir mal. Und wir werden natürlich auch ein paar Fragen stellen. Boah, der Kessler ist natürlich auch brutal. Ey. Das ist Thomas, du bist nie richtig weg aus Köln. Was gefällt dir hier so? Du willst jetzt ernsthaft während des Spiels mit mir reden? Das ist ein absoluter Skandal. Ich muss mich hier unmenschlich konzentrieren. Ja, aber ich stelle auch dem Till gleich Fragen. Ja, gut, okay. Also warum ich hier nicht wegkomme, willst du wissen? Ja, ich bin ja hier geboren, ja, und bin als kleiner Junge hier immer schon ins Stadion gerannt. Und mein Traum war eigentlich immer Profi zu sein beim FC. Und habe das dann irgendwann geschafft und habe mich dann mal 2 Jahre ausleihen lassen, unter anderem auch zu deinem Lieblingsclub nach Frankfurt. Und das Ganze hat mir dann doch gezeigt, dass ich mich hier am wohlsten fühle. War Frankfurt so schlimm? Nein, schlimm war es nicht, um Gottes Willen. Also da will ich ja gar keinem was Böses. Sondern wenn man dann selber in Köln verankert ist und seine Familie hier hat und so, dann genießt man das natürlich schon sehr. Und ja, der Club hat auch eine tolle Entwicklung genommen in den letzten Jahren und ich bin sehr stolz, da ein Teil von sein zu dürfen. Und habe dieses Jahr auch echt ein paar Einsatzzeiten gehabt und nächstes Jahr spielen wir in der Europa League, wie ihr ja alle wisst. Und das ist schon eine tolle Geschichte, muss man wirklich sagen. Also, tunnelmäßig steht es übrigens 1-0. Till, du warst schon immer in YouTube unterwegs. Ja, lass mich mal kurz das 1-0 hier schießen. Aber was ein Schuss. Aber ja, der Schuss war, ja, das war natürlich absolut klasse. Aber das, ja. Aber was macht denn der Castro da? Kann man das noch sehen? Ja, das sieht, doch, da, guck es an. Oh, ja, hat er gepennt, aber. Aber der Zoller macht das eiskalt. Ja, das macht er eiskalt. Das ist. Till, du bist nie richtig weg von YouTube. Was gefällt dir da so gut? Ich mache es ja jetzt auch schon länger, schon, man kann sagen, schon als Kind angefangen. Oh! Als Kind angefangen und ja, ich mache es jetzt. Kessler ist natürlich auch eine Maschine, ne? Das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber. Kein Problem. Gut, also kann man zusammenfassen, ihr habt beide euer Hobby zum Beruf gemacht. Kann man so sagen, würde ich sagen. Nur der eine ist eher sportlicher unterwegs. Ist ein Gerücht, habe ich gehört, dass Bayern auf der Suche nach einem zweiten Torwart ist und du sollst auf der Liste stehen. Boah, also ich habe so viele Listen schon in den letzten Monaten gesehen. Ne? Unter anderem auch heute die Liste, was ich hier alles heute erzählen darf und was nicht. Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, also bei mir ist das ganz oft so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr dann so im Modus seid und Urlaub ist, dann ist da irgendwie so ein Cut. Ich habe mir gerade noch so gemerkt, dass ich nächstes Jahr in der Europa League mitmachen darf. Aber alles darüber hinaus habe ich irgendwie vergessen. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich in diesem Club wirklich verankert bin und dass für mich jetzt nicht irgendwie nur ein Job ist. Aber ich bin jetzt 31 und vielleicht wird der Moment kommen, wo ich vielleicht mal was anderes machen will. Aber ich habe jetzt Vertrag bis 2019 noch hier, dann bin ich 33 und dann schauen wir mal. Vielleicht bleibe ich bis zum Ende hier, vielleicht spiele ich auch noch mal irgendwo im Ausland, vielleicht spiele ich dann auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja gut, das ist natürlich Qualität, aber man muss natürlich auch sagen, guck mal, also der Dembélé ist ja nicht mal in der Form, in der er realistisch ist. Aber das ist natürlich bitter, dass der Maroda noch seinen Bart reinhält. Ne? Ach nee, das war der Arm von Kessler. Oh. Aber ja, ist auch schwer für einen Torwart, muss man sagen. Aus nächster Nähe ist Thomas alles okay. Till, man munkelt ja, das E-Sport-Team von FC Bayern München hat eine Liste. Okay. Da stehst du vielleicht drauf. Da stehe ich, glaube ich, ganz bestimmt nicht drauf. Nee, gut. Aber, so viele Listen letzte Zeit gehabt. Kurze Antwort. Ich bin momentan im Urlaub, da mache ich mir keine Gedanken. Thomas, was reizt dich denn sonst noch so beruflich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe irgendwann mal dann Sportmanagement studiert, weil ich dachte, ich muss mich mal ein bisschen weiterbilden, auch neben dem Profi da sein. Und wenn man dann so viele Jahre wirklich nur Fußball spielt, tut das mal ganz gut, nebendran auch ein bisschen was zu machen. Und ich denke, dass es vielleicht irgendwas in dem Bereich werden wird danach. Also ich bin da noch relativ entspannt und mache mir da jetzt keinen großen Druck. Aber ich glaube, das liegt ja irgendwie nahe, dass man doch irgendwie was im Sportbereich machen will. Und wo der Weg dann wirklich hinführt, kann man heute noch nicht sagen. Aber Till, was hast du denn gedacht, was du vielleicht nach YouTube
angehen würdest? Momentan ist es ja YouTube, aber ja, ich kann da nur Ähnliches ansprechen. Also es ist natürlich cool, irgendwie dann vielleicht ja, im Bereich Sport auch irgendwo was zu machen, vielleicht auch Moderation, irgendwie was in dem Sinne. Also ja, vielleicht kann man da irgendwann mal nach der YouTube-Geschichte irgendwas ja, anpeilen. Weil es hier noch eins einsteht, wollen wir gleich nochmal eine Bestrafung ausmachen, würde ich sagen. Gute Idee. Ja, also für den Verlierer, also nicht von uns, das kann man, das ist sehr unfair, ja, wir was machen. Aber drei Ohrenschnicker für den Verlierer. Drei? Wie kommst du denn auf die an? Ja, weil ihr ja alle macht, weil wir können ja keinen Ohrenschnicker machen. Also ich würde euch sogar mit einbauen. Ich meine, ihr ich auch. Supportet euch uns so unglaublich gut. Okay. Also ich finde, das muss auch belohnt werden. Ihr gehört dazu. Ja, finde ich gut. Ja, stimmt. Das stimmt natürlich. Oh! Was war das denn? Was macht er denn? Oder ist er ein bisschen nervös? Ich glaube, die Handschuhe, die waren ein bisschen nass. Und war aber eine ganz kuriose Parade. Ja, das war kurios, das stimmt. Aber kein Tor. Aber kein Tor. Wir machen einfach, der Verlierer kriegt von mir. Oh! Wie kommt denn Dembele zu so einem Kopfball, ey? Das ist natürlich auch ein brutaler Ball, ne? Also da muss man jetzt ehrlich sein. Dembele im also, er hat natürlich Selbstvertrauen jetzt nach dem DFB-Pokalsieg. Da kann auch der Kessel am Tor nichts machen, ey. Ist noch nicht vorbei, ach du Sch. So, sagen wir hier nicht im Format. Das wird hier rausgepiept. Muss rausgepiept werden. Man hat ja vorher schon gesehen, auf dem Platz bei der Challenge hast du gut moderiert. Das stimmt. Und bist auch Jahr für Jahr im Mannschaftsrat. Könntest du dir so nach der Karriere irgendwie eine Karriere als Reporter, Moderator, sowas in die Richtung vorstellen? Also das ist auch eine Geschichte, die ich sicher nicht ausschließen würde und so. Ist bestimmt interessant, aber ist halt schwer zu sagen. Manchmal muss man halt so ein bisschen Glück haben, ne? nach dem Sport, dass vielleicht irgendwo eine Stelle frei wird, die einen reizt und die einem angeboten wird. Ist mit Sicherheit keine uninteressante Geschichte. Ganz nebenbei, während ich rede, habe ich übrigens gewonnen. Ne? So. Das war's. Wer ist dein Kanal nochmal? Dann kann ich mir den nochmal angucken. Ich sag's besser nicht. Ey. FIFA Gaming heißt der Kanal. Ich glaube, ich steig um. Aber die Parade von gestern war stark. Der war stark. Nein, um die Frage kurz zu beenden, also ich kann es mir sicher vorstellen, aber es ist jetzt auf der Agenda nicht ganz oben, sondern ich habe da so zwei, drei Ideen. Ist vielleicht eine davon. Ja. Genau. Ja, und jetzt kriegt noch Till die Bestrafung, würde ich sagen. Hey! Dann hau mal raus hier. Das Ding ist, ich habe bei dir durchgezogen, ne? Du kannst dich jetzt rächen, ey. Das ist natürlich. Ja, das ist ein bisschen abgerutscht. Okay, ja, schade. Auch kein schöner Ton. Okay. Oh! Okay, der war mit Abstand. Der war mit Abstand am härtesten. So, das war's. Tatsächlich durfte ich gewinnen. Sehr stolz darauf. Ich glaube, gegen den FIFA-Profi zu gewinnen, ist für mich eine tolle Geschichte. Und das nehme ich auch mit, das Selbstvertrauen ins nächste Trainingslager, wenn ich gegen meine Jungs wieder antrete. Nicht vergessen, nächste Woche gibt es noch das Best-of der Kickbox. Viel Spaß und schaut rein. Und die Kickbox abonnieren in YouTube und in Instagram. Die Kickbox.